Ja, genau. Guck mal, der Mann, der gerade drin war, der sein Zeugnis erzählen wollte. Ja, okay. Hallo, Hamid. Der ist rausgegangen, keine Ahnung, der ist nicht mehr hier drinnen. Ja, okay, schade. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, ich habe ein paar Sachen zum Reza. Ja, bitte. Wegen Maria. Ja, bitte. Maria ist ja sicher heilig, oder? So wäre ja Gott nicht in sie Gott geboren, oder? Und zweitens, als der Moses den Berg mit Gott geredet hat, müsste auch die Schuhe abziehen. Also der Berg wurde auch heilig. Betrete nicht den Ja. Berg, der heilige Berg, so, ohne dass du die Schuhe abziehst. Aber das ist auch ein Berg, oder? Ist ja nicht Gott. Natürlich, wir tun als Christen nie beten an Maria, sondern wir denken, Maria war ein sehr saubere, unsündige. Also nicht so, sagen wir, kleine Sünde, aber so sauber, dass der Gott sie richtig gefunden hat, dass er an ihre in die Welt kommt, oder? Und vor einmal hat er auch Amir erzählt, dass der Israel, der Volk, wurde so gezüchtet, dass Jesus kommt. Also der darf der Nichtsündige wurde bestraft. Das Alte Testament. Das widerspricht sich, wenn man so sagt, Maria war sündig. Ja, also braucht man hier keinen Retter, oder wie? Doch, doch, sie ist Ja, auch aber schon, wofür denn, wenn die doch so eine Sünde war ist, dann braucht sauber, ihr sie dann. war sauber, sie war Ja. sauber, sie hat Ja. nicht Dann braucht ihr so keinen Retter. kleine Sünden, sicher hat sie auch gehabt, also so Also, Sprüche ja, und gut, dann sagst du ja schon. Kleine ja, Sünden reichen also auch sagen schon. wir, ja, aber sie war heilig. Ja, so wie wir alle heil sind durch den Herrn Jesus Christus, der uns gerettet hat. Aber wir sind nicht Ja, aber sündenlos. nein, das stimmt schon, aber wir dürfen nicht sagen, Maria, Gott ist in eine sündige Frau gekommen, kann man nicht sagen. Ja, du hast doch gerade selber gesagt, die hat kleine Sünden begangen. Kleine Sünden, Adamsünden, das ist der Erbung der Sünde, das hat jede, Ja. oder? Aber das ist, durch Jesus ist das alles gereinigt, oder? Ja, klar, aber die war trotzdem eine Sünderin, eine kleine Sünderin. Ja? Ich bin größerer Sünder als sie, aber trotzdem ist sie auch eine Sünderin, die Und Rettung braucht. noch dritte, Jesus Ja. sagt er, wo ihr zwei seid, werde ich zu dritt mit Wo zwei euch. oder drei, Matthäus Ruft 18, ja, zwei oder drei, das ruft in er zur meinem Namen Gemeinde. versammelt sind. Und du rufst zu Einzeltätern, zu Einzelgängern. Und das ist die Schafen, wo einzeln sind verloren. Nein, das stimmt nicht. Nein, wo Ja, soll denn jemand, der jetzt zum kannst du Beispiel zum nicht Glauben einfach, kommt? es gibt kein Christen. Also christlicher Glaube ohne Gemeinde, das gibt's nicht, das kann nicht funktionieren. Jeder Als Einzelne der, wird ja, dann verloren. muss ich eine Gegenfrage stellen. Wo, als Ja. der Apostel Johannes verbannt war, alleine auf der griechischen Insel Patmos, Ja. mit welcher Gemeinde hat er dann das Brot gebrochen? Die Apostel wurden, das ist Sonderfall. Also die Apostel Also waren ein ein Fall. Sonderfall. Die waren die Veteranen, oder? Aber nachher Nee, haben die sie zur Apostel haben Gemeinde Brot gerufen. gebrochen. Nein, Apostel haben auch Brot gebrochen mit Ja. der Gemeinde. Ja. Ja, warum, was war denn da mit Ich Apostel kenne Johannes? mich Warum nicht hat er nicht? so, ich kenne mich jetzt nicht bei mir wie so wie du, Reza, Ja, so mit nein. Einzelsachen. Aber ich weiß es, dass Gott gesagt hat, zur Gemeinschaft gerufen hat, wo ihr zu zweit seid, werde ich zu dritt. Ja. Die Wo Gemeinschaft zwei ist oder wichtig und du drei rufst in jetzt, du meinem sagst, Namen versammelt sind, ja. Ich kann mich auch mit Ami oder mit meiner Frau oder mit Brüdern in der Nähe treffen, vier, fünf Leute, und dann sind wir schon eine Gemeinschaft. das ist klar, ja. Aber ohne gar nichts, das gibt Ohne nicht. gar nichts? Nee, natürlich Ja, geht ohne das. Gemeinschaft, Ist ein bisschen ohne schwerer. Jesus Ist wird nie schwer. zu Einzel kommen, oder? Sagt, wenn ihr Nein, nein, zwei nein. seid, bin ich zu dritt. Der Herr Jesus hat ja nicht gesagt, erst wenn ihr zu zweit oder dritt euch versammelt, dann erst seid ihr Versammelt, oder? errettet. Ich werde mit euch sein. Nein. Also Ab ruft zum wann geschieht die Gemeinde. Errettung? Ab wann ist man Nicht errettet? ihre Errettung, sondern die Gemeinschaft zum Gründen. Ja, aber ich will von dir wissen, ob die Errettung auch mit der Gemeinschaft zusammenhängt. Ja, aber wenn ihr Nein, jetzt ne? zum Beispiel, ja, Gemeinschaft ist Das ist ja sehr wichtig. unbiblisch, Also der Herr. du rufst ja
Du rufst ja zu Einzel, oder? Du sagst, du musst Nein, dich zu der, ich würde, zu dieser ich, nein, Gemeinde nein, nein, gut taufen. nein, 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 Moment. Die Leute damals, vor ein paar Jahren, haben mich gefragt, in was für eine Gemeinde soll ich gehen? Und dann habe ich ihnen Gemeinden empfohlen. Brüdergemeinden, die noch irgendwie, Eben. Ja, das habe ich auch gehört. Und jetzt heute habe ich etwas anderes gehört. Etwas ja, anderes. Moment, Moment, Moment. Dann sind diese Leute in diese Gemeinden reingegangen, die ich empfohlen hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass diese ganzen Gemeinden alle kaputt sind. Dann kamen die zu mir, Ja, diese das. Leute, wieder, haben gesagt, was hast du uns da empfohlen? Die sind da am Dämonen austreiben, da irgendwelche komische Sachen am machen, am Gitarre spielen, Schlagzeug und so weiter. Ich so, oh, Entschuldigung, ich wusste es nicht. Na, da muss man schon kennen, an Seitdem welche empfehle Gemeinde ich man keine geht. Gemeinde mehr. Ja, Weil und der Herr dann? Jesus hat gesagt, die Endzeitchristenheit sind die lauwarmen Christen. Und dann spucke ich euch aus meinem Mund, weil ihr weder heiß noch kalt seid. Offenbarung 3, Abvers 16. Okay. Ich wünschte, Das dass alle Gemeinden ist alles, ja. vernünftig wären. Ja, ich wünschte natürlich, dass alle Gemeinden korrekt wären, biblisch wären, dem Herrn Jesus richtig nachfolgen. Aber sind die nicht? Deswegen darf ich nicht sowas empfehlen. Ja, aber rufst du zur Gemeinde zum Jesuswort? Also Nein, der nicht sagt, mehr. wenn ihr zu Nur zum zweit Herrn Jesu seid, geht ihr Wiedergeburt. zum. Ja. Ich habe den empfohlen, ja. Wenn ihr einen Bruder oder Schwester in der Nähe Glaubst habt, du dann. dass die Kirchen, dass die unsere aramäische Kirche so viel Opfer gegeben hat und so viel Blut für Jesus' Name gegeben hat, dass alles so eine lauwarme Kirche ist? Darüber kann ich nicht. Ich muss die einzelnen Leute kennen, die eben gestorben sind oder was. Also ich glaube, Ich in weiß es, ich muss sie 1917 wurden prüfen. so viele Christen umgebracht, nur dass sie Ja. ihre christliche Glaube behalten. So Na, viele Zeugen Jehovas Bischöfe wurden ja wurden auch umgebracht. umgebracht. Zeugen Jehovas wurden Ja, auch und sie umgebracht haben von aber Nazis. ihre Glaube nicht aufgegeben. Und du sagst, diese Und die sind Zeugen lauwarm. Jehovas haben auch ihre Glaube nicht aufgegeben. Das heißt aber nicht, dass sie errettet sind. Nein, Zeuge Jehovas, sie haben eine andere Bibel, oder? Ja, aber trotzdem haben die an ihren Glauben festgehalten und sind im KZ gelandet, im Dritten Reich. Sicher, das ist jetzt Das heißt also. aber nicht, dass sie errettet sind. Es gibt Muslime, die würden lieber sterben, anstatt ihren Glauben aufgeben. Die würden sterben für ihren Glauben, aber das rettet sie nicht. Ja, nehmt euer Kreuz, kommt hinter mir. Das hat Jesus verlangt. Und wenn die Christen so machen, in ihrem Ja, aber Glaube du behalten hast nur und die Bibel bis eins. heute, bis heute auf die Welt, bis 2000 Jahre die Bibel gebracht haben, haben doch etwas gemacht, etwas geleistet. Und nicht jetzt zum Beispiel kommt eine des Freikirchen da, also kommt die Lehre natürlich auch von den Freikirchen, wo Evangelikaner in Amerika, das sind etwa alle nach dem protestantischen Kirche hinausgegangen, oder? Also das wissen wir, dass in der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche sind die alten Kirchen und die haben Jahrtausend diese Traditionen geübt und sie haben viele Märtyrer gegeben und Du die musst immer Christentum schauen, zum was der Herr Ende gebracht. Jesus über die jeweiligen Kirchen und Gemeinden denkt. Und da musst du eben Ja, Offenbarung 2 und 3 lesen. müsste man mit Jesus persönlich reden. Wir lesen die Bibel, oder? Nein, du musst sein Wort lesen. Offenbarung Kapitel 2 und 3 bitte lesen. Da sagt der Herr Jesus über die verschiedenen Zeitalter und Christenheit, gibt er sein Urteil ab. Und das Papsttum und die katholische Kirche ist das Sendschreiben an Thyatira. Und schau Ja, mal, was der Herr Jesus über die katholische Kirche und Thyatira sagt. du musst nicht vergessen, in der katholischen Kirche gibt es auch sehr gute Werke, zum Beispiel wie Caritas, wo so viele Menschen geholfen hat. Ich Das meine reicht, protestantische. das geht nicht dem Herrn Jesus Ja, um dieses schlussendlich, Gute, Jesus dass du sagte, Gutes ich war tust. Hunger, er hat mich ernährt, ich war im Gefängnis. Schlussendlich, Jesus verlangt von uns diese Opfer, also diese gute Taten, oder? Nicht einfach nur das Wort, sondern wir müssen mit Das, unseren was du da Taten auch. nennst, ja, das sind die Leute, die eben Israeliten aufnehmen in der Endzeit, in der Apokalypse, die 144.000, die nach Moab gehen und die Leute des Herrn Jesus aufnehmen und ernähren und schützen. Du musst dich mit der Prophetie Na, na, auseinandersetzen. ich Wer rede sind diese Leute? Ich rede vom letzten Tag, vom Dings, wo der Jesus kommt und sagt, die Ziege und die Schafe auseinandertrennen. Ich war Ja, Hunger, genau. dann durch mich Ja. ernährt. Und ja,
Das Ja. tun ja die Kirchen in diese Taten, also christliche, aramäische Kirche, orthodoxe Kirche. Sie haben so viele Das gute nützt Taten ja nicht, auch. wenn du nicht von Natürlich neuem gibt es geboren immer bist. schwarze Schafe in diese Kirchen. Nein, wir werden nicht aus unseren Werken gerettet. Das, was du da sagst, das ist nicht für die Christenheit, sondern Wer die ist es Christen noch sind nur wichtig? errettet. Nein, nein, nein. Die Wer ist noch Werke wichtig? kommen aus dem Schlussendlich fragen Glauben. wir uns nach unseren Werken. Nein, nein, nein. Der Herr Jesus verlangt von dir an allererster Stelle, dass du von neuem geboren bist. Das ist An natürlich allererster und logisch. letzter Stelle. Dass du wiedergeboren Und bist, dass du weder dann katholisch noch noch etwas zum evangelisch noch Zeugen Beispiel. Jehovas noch evangelikal noch Protestant noch Adventist Jetzt noch nochmal Judaisierer. etwas. Ich wollte nochmal etwas fragen, dass du dich nachdenkst an dem. Ja. Wir haben ja Erbsünde, oder? Vom Adam, oder? Weil eine unserer Vorfahren gesündigt hat, haben wir diese Erbsünde in uns. Warum haben wir nicht diese Rettungs durch Christus? Weil wir haben einen neuen Adam und durch ihn, wir vererben die Christentum. Also wir haben Erbe genommen als Christen und wir geben sie weiter. Also so wie die Sünde vom Adam haben wir auch das Gute zum Weitergeben. Diese Erbe haben wir. Natürlich gibt es auch Leute, wo hineinkommen, wie zum Beispiel von anderen Konfessionen, hineinkommen und sie brauchen diese, sie müssen dann diese mit dieser Erbe, mit dieser Dings hinein sich pflanzen, aber die Erbe kommt vom Jesus Christus an. Wie der Adam seine Sünde auf uns, auch der neue Adam, gute Werke an die Christen, oder? Ich weiß nicht, ob ich Nein. das könne Nein, das Problem, du legst sehr begreifen. viel Wert auf die Werksgerechtigkeit und das ist eine Ehelehre. Wir werden gerettet durch unseren Glauben, nicht durch die Werke. Der Glaube, der wahre Glaube an den Herrn Jesus Christus, der bringt Aber du tust automatisch ja auch tilgen, Werke, dass Gottes Früchte. Wort, Jesus, du tust ja tilgen, dass beim Ende der Welt, dass Jesus alle vor dem Knie kommen und ihnen so gefragt wird, oder? Er fragt dich, warum habt ihr mich nicht geglaubt, sondern warum habt ihr mich nicht diese Werke gegeben? Zu euren Nachbarn, zu euren armen Leuten, zu guten Werken, oder? Fragt er uns nach. Ja, aber Das ist hast du der schon mal Nietzsche, das das ist Neue ein Testament Nietzsche Wort. gelesen, dass wir errettet werden ohne die Werke, damit sich niemand Ja, rühme? Hast aber du schon das mal ist über diese Dinge eindeutig, das steht ja nachgedacht? in Bibel. Das ist ein Ja, Wort, du musst ja wo man alles an darüber seinen gründen Platz kann. lassen. Du musst alles an seinen Platz lassen und die Bedeutung immer schön differenzieren. Du kannst nicht alles durcheinander schmeißen. Da kommt ein Darum mache ich ja, ich mache heillose ja. Ehelehren daraus. Wenn Das mache Apostel ich ja, Paulus das in mache ich, Römerbrief du sagt, tust ja es das mache. Du tust ja gewisse Sachen tilge und machst du alles mit der Glaube. Allein Glaube rettet niemand. Wenn du nur an Ja, Jesus also. glaubst, Jesus sagt viele, sagt Jesus, viele haben Jesus gesagt. Aber ihre Werke, Jarab, Jarab, Jamor, Jamor, haben viele gesagt. Aber das langt nicht. Du musst erstmal bitte die Bibel lesen. Das ist viel zu viel, was ich dir erklären müsste. Das ist viel, viel zu viel. Ich habe schon Das lange ist ein nicht. Durcheinander. Du bringst erstmal Maria mit, du sagst, die ist vollkommen, aber die ist kleine Sünder und so weiter. Das sind alles Sachen, die einfach von vorne bis hinten keinen Halt und das ist einfach durcheinander alles. Na, bei dir ist alles durcheinander. Ach so, jetzt ist er raus. Man weiß nicht, wo man anfangen soll, ihm was zu erklären. Der ist so weit weg vom Fenster, ey, das ist Hardcore. Hardcore. Ach. Ja. Daran sieht man auch, ne, dass die meisten Menschen eben wirklich nur Traditionschristen sind. Also die meisten Christen meine ich. Viele, viele von denen sind Traditionschristen, die die Bibel wirklich nicht studieren. Und man weiß nicht, wo man ansetzen soll dann bei solchen Leuten. Das geht gar nicht. Da fehlt eigentlich so viel Grundlage, so viel Grundlage. Da muss man ihnen die ganze Bibel erklären. Und das in ein paar Minuten hier in einem Gespräch. Wie soll das denn funktionieren?
Also mindestens einmal das Neue Testament gelesen zu haben, ist wenigstens also das Mindestmaß für ein Gespräch. Das ist so, als wenn ich einem Moslem erklären würde, was Werksgerechtigkeit ist, was Glaubensgerechtigkeit ist, was Sühne, Opfer und so weiter. Die verstehen ja Bahnhof. Man muss ihnen dann die ganze Bibel erklären, das geht nicht. Also jemand muss schon selber ein bisschen was getan haben, damit er auch bestimmte Dinge versteht. Da kann man ihm auch helfen, aber sonst. Shalom Aleichem. Ich habe eine Glaubensfrage. Also was ist eine Glaubensfrage? Eine Bibelfrage, eine biblische. Ich habe das fünfte Buch Moses heute gelesen. Und mir ist im Kapitel 23 was Merksames aufgefallen. Vom Buch Deuteronomium. Das ist ja Kapitel 23. Soll ich mal vorlesen? Der fünfte Buch Mose, Kapitel. 23. Ja. Das ganze Kapitel bis 1 bis 9. Ja. Dürfte ich das einmal vorlesen oder? Ja, bitte. Ja, klar. Ein Mann darf eine Frau seines Vaters nicht heiraten, denn er darf Bett seines Vaters nicht aufdecken. In die Versammlung des Herrn darf keiner kommen, dessen Hoden zerquetscht sind oder dessen Glied verstümmelt ist. In die Versammlung des Herrn darf kein Bastard kommen. Auch in den 10. Generation dürfen seine Nachkommen nicht in die Versammlung des Herrn kommen. In die Versammlung des Herrn dürfen keine Ammonitier oder Moabiter kommen. Auch nicht in der Ammoniter. 10. Ammoniter, genau, Entschuldigung. Nicht in der 10. Generation, niemals dürfen ihre Nachkommen ihre Versammlung des Herrens kommen, denn sie sind euch nicht mit Brot und Wasser auf den Weg entgegnen. Als ihr aus Ägypten zogt und Moab die Bileam, den Sohn Beors aus Petor Mesopotamien, gegen dich gedungen hat, damit er dich verfluchte. Doch der Herr, dein Gott, hat sich geweigert, Bileam zu erhören. Und der Herr, dein Gott, hat für dich den Fluch in Segen verwandelt. Denn der Herr, dein Gott, liebt dich. Du sollst dich nie und nimmer um deinen Friedens- und Freundschaftsvertrag mit ihnen bemühen. Der Edomiter dagegen soll dir kein Greuel sein, denn er ist dein Bruder. Der Ägypter soll dir kein Greuel sein, denn du hast als Fremder in seinem Land gewohnt. In der 3. Generation dürfen ihr leibliche Nachkommen in die Versammlung des Herrn kommen. Also, das ist Ja. irgendwie mir ein bisschen suspekt, wenn ich es mal so sagen darf. Warum? Was ist das Problem? Eben 23,2, weil ja hier steht, in die Versammlung des Herrn darf keiner kommen, mit dessen Hoden zerquetscht sind oder dieses Glied verstümmelt ist. Ja, das ist ein Gesetz, ja. Wie bitte? Das ist jetzt ein Gesetz. Was ist denn das Problem dabei? Wie eingesetzt? Weil ein Muslim hat mir ja das gestern gezeigt und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, und ich wende mich mal zu meinen Glaubensbrüdern und deswegen. Ach so, ja, aber was ist denn jetzt das Problem hierbei? Dass die in die Versammlung des Herrn darf keiner kommen, dessen halt Hoden und Glied verstümmelt ist. Ja, es soll auch kein Bastard in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation, seine Nachkommen soll nicht. Ja, das sind eben die Gesetze, um Israel zu zeigen, was absolute Reinheit bedeutet. Ne? Also Absonderung von jeglicher Art von Unreinheit. Also hat Gott das gesagt, also oder gezeigt, Mose, um zu Ja. zeigen, was die Reinheit bedeutet, wie das für das Israelit, also für Genau. die Israeliten. Genau. Kein Unbeschnittener darf zum Beispiel da in die Gemeinde reinkommen, etc. Also die haben mich ausgelacht gestern, wo ich verzweifelt war. Da sieht man auch eben, dass der Herr sagt, irgendwie, wenn ihr ein Tier mir opfert, dass es auch kein Fehl haben darf. Keine Ihr habt mich. zerquetschten Hoden und so weiter. Ja, das geht immer um die Perfektion. Gott will uns immer etwas zeigen, das perfekt sein muss, um uns ein Bild zu geben auf den Herrn Jesus Christus, der vollkommen ist. Das vollkommene Opfer. Ja.
Und das waren eben für Israel damals, weil die eben noch nicht den Heiligen Geist hatten, eben nur bildliche Darstellungen mit solchen Gesetzen, irdischen Gesetzen für ein irdisches Volk, damit sie eben vorbereitet sind für das Geist, um ein geistliches Volk zu werden durch den Herrn Jesus Christus und den neuen Bund. Um diese Dinge geistig zu verstehen. Mir hat noch ein Muslim in Jesaja was vorgelesen. Ich kann mich jetzt Ja. nicht genau daran erinnern, Ja. wo gesagt wird, dass wenn eine Kuh dich anrempelt, dass man sich steinigen soll. Und wenn das zweimal passiert, dass man den Besitzer steinigen auch soll. Weiß ich jetzt nicht, da musst du mir schon den Vers zeigen. Ein Das Kuh stand anrempeln und dann weiß ich nicht. Ich muss in das, also Jesaja. ich kann mich nicht erinnern. Hast du den Jesaja. Vers für mich? Da, also ich weiß, dass es in Jesaja steht, aber ich glaube, das war 28, 29, 19. Also ungefähr, aber es war auf jeden Fall in Jesaja. Das weiß ich. Komme ich jetzt nicht drauf. Ich Ich habe das könnte Buch mal. hier mehrmals gelesen, aber klar kann mir auch immer ein Vers durch die Finger gehen, rutschen, aber sowas kenne ich jetzt nicht. Ja, ist auch kein Problem, weil ich hab das gelesen, mir hat das jemand gezeigt, ich habe darüber nachgedacht und Ja, mal bei lieber sowas die musst du Gläubigen. das aufschreiben dann halt, ne, damit du es richtig recherchieren kannst. Ja, Weil sonst ich vergisst man das weiß. ganz schnell. Und irgend so ein noch ein Muslim hat gesagt, dass Mohammed in der Bibel prophezeit wurde. Nein, 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 nein. Das sind Ah, alles jetzt Stellen, die weiß zum ich. Beispiel auf den Herrn Jesus sind, auf den Herrn Jesus oder eben einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Die sagen zum Beispiel, dass der Heilige Geist, der verheißen wurde, dass das der Mohammed sein soll, ja. Und so weiter. Das ist, wenn man die Stellen aber genau nachschlägt, dann sieht man eben, dass das gar nicht Mohammed sein kann. Zum Beispiel die Stelle da mit dem Heiligen Geist, der kommen wird, um die ganze Welt von der Sünde zu überführen. Und wenn man dann richtig liest, da steht an, der Heilige Geist ist das. Und Mohammed ist ja nicht der Heilige Geist. Genau. Frag ihn mal, was er von Mohammed hält. Ja, kann ich mal gerne, weil ich war ja, vielleicht kennst du die Person, Joker, ist Joker halt. Was hältst du denn persönlich von Mohammed? Mohammed hat halt, laut ich weiß, viele Kriege geführt. Als Person, da weiß ich nichts viel drüber hin, aber Ist er er ein steht ja mit. Prophet? Ist er ein Nein, in Prophet? Matthäus 24 steht ja, der ist ein falscher Prophet, weil nach Jesus kommt niemand. Genau. Korrekt. Da steht ja in Matthäus 24, Vers 4, weil da steht ja, viele werden in meinen Namen kommen als Jesus Christus, lasst euch nicht irreführen. Und dann am Schluss, 11 war das, 24, 11, stand ja, viele Propheten werden in großer Anzahl auftreten. Soweit ich es richtig weiß. Ja gut, das war eigentlich meine Frage. Ja. Weil diesen Vers kriegt man nicht einfach aus dem Kopf, ne? Wenn man das liest, dann tritt Wer ist der denn der Herr Engel. Jesus für dich? Der Herr Jesus Christus ist der Einzige, der ist der lebhafte Gott. Er ist barmherzig und liebevoll. Er vergibt dir nur die Sünden und durch ihn kriegst du das ewige Leben. Wer an ihn nicht glaubt, kommt ins ewige Fegefeuer. Das halte ich von Jesus Christus. Der ist der lebhafte Gott. Ja. Nein, weil ihr einige Leute dachten, du bist Moslem oder sowas. Deswegen Nein, du eine kritische nein. Frage stellst. Nein, ich bin schon Christ. Ja. Nee, ich bin ja kein Moslem. Ja. Nee, weil wenn man das liest, dann merkt man das einfach, dass da irgendwie diese Wörter ein bisschen komisch sind, wenn man nicht genau weiß, was damit gemeint ist, dann wird es halt langsam schwierig, das zu verstehen. Ja.
Ja, das ist ja das Schlimme daran. Die haben mich ja so, man kann sagen, die haben mich gestern unter Druck gestellt, die sind von Vers zu Vers gegangen. Ja gut, das war eigentlich meine Frage. Also ich wünsche euch noch Gottes Segen. Alles klar. Ja, danke. Dir auch. Also es geht immer bei diesen alten Gesetzen, muss immer den Herrn Jesus da in diesen Gesetzen immer hinein projizieren, dann verstehst du, worum es geht. Es geht immer um diese Vollkommenheit, dass den Kindern Israels beigebracht werden sollte, dass kein Unvollkommener in das Reich Gottes kommt. Obwohl, ich habe noch eine Frage, wenn ich gerade Ja. drauf gehe, zugehe. Wenn man ja Markus 13,32 liest nochmal, ne? Der typischste Vers von den Muslimen, und wo ja Ja. gesagt wird, dass niemand gut ist, außer der Vater allein. Also, du fragst mich, dass ich gut bin, Nee, das ist die nur der Vater Stunde, allein. meinst du, dass der Jesus die Stunde kennt, nur der Vater. Ja, das war ja sein Zeugnis, war nicht gültig ist, aber das war in Markus 3. Auf jeden Fall war das in Markus 13,32, wenn ich mich nicht recht erinnere. Wo Genau, es steht, geht um diese Stunde. Und dann red ruhig sagt der weiter. Herr, das weiß nur der Vater, nicht der Sohn, nicht die Engel. Und das benutzen die eben, um zu sagen, ja, seht ihr, der Herr Jesus ist nicht Gott. Weil sonst würde er allwissend sein und Gott ist ja allwissend. Aber da muss man einen Satz vorher lesen. Ja. Nämlich 31. 31. Ja, ein Vers vorher. Ah ja, stimmt, ja, da drin stand, mein Zeugnis, also würde ich Zeugnis abhalten, ist mein Zeugnis nicht gültig. Nee, Markus 13, Vers 31. Ja. Ach so, ja gut, dann sind es jetzt erst meine Frage, weil das Na, eigentlich mit da dem, spricht der Herr Jesus in Markus 13, Vers 32 als Mensch. ja, weil Ja, eigentlich ist und meine typischste Antwort drauf, dass sein Zeugnis halt nicht gültig ist, wenn er Zeugnis abhält vom Vater. Und man liest ja noch in Philipper 2, Vers 6, dass er Gott gleich war, aber nicht dran halt, nicht Gott halt dran festgehalten war, halt Gott zu sein. Jetzt habe ich die Wörter gefunden. die Muslime, so wie auch diese ehrlichen Arianer, die eben die Gottheit des Herrn Jesus leugnen, die nehmen solche Stellen, wo der Herr Jesus sich als Mensch vorstellt und sagen, seht ihr da, der sagt doch hier zum Beispiel, dass er das nicht weiß oder so, und Gott weiß ja alles. Und aber verschweigen die, dass ein Vers vorher der Herr Jesus sich doch als Gott ausgibt. Und ich glaube, das stand auch noch im Markus-Evangelium. Ich war das, glaube ich, das war 1,10. Markus 10, 1 oder 1,10 war das, wo drin stand, dass niemand gut, wieso nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der Vater selbst. Ja, genau. Und Der Herr Jesus, ja. so wie ich das verstehe, ist ja, wenn man die Trinität versteht, dann versteht man eigentlich diesen Vers. Oder nicht? Nee, in diesem Vers geht es einfach darum, dass derjenige einfach mit dem Wort gut um sich wirft. Und wenn der Herr Jesus will ihm klar machen, bist du dir darüber bewusst, dass wenn du zu mir sagst, gut, guter Meister, obwohl nur Gott allein nur ausschließlich gut ist, dann sagst du ja gleichzeitig zu mir, dass ich Gott bin. Bist du dir da bewusst, was du da sagst? Das ist damit gemeint. Ah, okay. Ja, nee, gut, das war sonst eigentlich meine Frage. Ja, genau. Selbst das Kind im Hintergrund stimmt dir zu. Ja, genau. Ja, gut, sonst wünsch dir Gottes Segen. Ja, Ich danke dir auch. schnell und sonst würde ich jetzt gehen. Ja, ist klar. Okay. Gute Nacht und bis Gut. bald. Ah, gute Nacht, da ist ja noch nicht viel Zeit dafür. Ja, alles gut so. Aber gut, aber ihr sagt mal aus, alles Gute, tschüss. Ciao. Ja, genau.
In diesen Gesprächen muss man immer schauen, dass der Herr Jesus da auch, dass wir den Herrn nicht falsch verstehen. Wenn er sagt, das weiß nur der Vater und nicht der Sohn, aber vorher, ein Vers vorher, sagt der Herr Jesus, dass seine Worte nicht vergehen werden. Und das sagt ja nur Gott. Gottes Worte werden nicht vergehen. Dann heißt das, dass da der Herr Jesus sich als Mensch meint. Das weiß nicht der Sohn als Mensch, aber der Sohn als Gott weiß das wiederum. Ja? Immer diese zwei Naturen beibehalten. Und dann geht schon alles auf in der Bibel. Weil der Herr Jesus ist ja auch Sohn Gottes als Mensch. Nicht nur Sohn Gottes als Gott, der Ewige, sondern als Sohn ist er auch Mensch, Fleisch. Ist er auch der Sohn Gottes? So, so, so. Ja, der Baby liest auch mit. Sorry, ihr Lieben, ich muss auch jetzt langsam. Muss so langsam aufhören. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Nein, nein, keine Babytaufe. Dankeschön, ihr Lieben. Ja. Ja, was machst du jetzt? Hä? Wohin willst du? Wo willst du hin? Denn Dennis, der Hetzer machst du jetzt ist jetzt drin. Hetzerei. keinen Die Hetze macht nicht gut. vorzugehen? Wie du aussiehst, so ein richtiger Mexikaner mit dem Hut. Ja, ich bin doch Mexikaner. Ja. Mexikaner. Mr. Wo willst Mexikaner. du hin? So, ja. Genau, was ich sagen wollte, Markus 13, ne, wo der Herr sagt, meine Worte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen in Ewigkeit. Das ist eben das, was Jahwe sagt im Alten Testament. Ja, Jesaja 40. Und wo ist das denn? Jesaja 40, Also das ist Jesaja. in Paulus 13, das ist Paulus 13. Da Erster ist es. Paulusbrief 13. Es gibt mehrere Paulus, der zweite Paulus und so. Das war Jesaja 40, 8, warte mal kurz. Nein, wir evangelisieren nicht draußen. Hier im Internet ist schon das Heftigste. Da kannst du so viele Leute erreichen, das ist unglaublich. Draußen laufen die Leute weg. Aber draußen kann man auch machen, natürlich. Traktate verteilen, Flyer, was auch immer, ne? Ja, das Gras ist verdorrt, Jesaja 40, Vers 8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes Unseres bleibt in Herrn bleibt in Ewigkeit. Ewigkeit. Genau, und darauf nimmt der Herr Jesus Bezug und sagt, meine Worte, alles vergeht, aber mein Wort bleibt in Ewigkeit. Das heißt, da sagt er, dass er Gott ist. Ja, Amen. aber ein Satz Gott, ein Vers weiter Mensch. Ein Vers Gott, ein Vers Mensch. Amen.
Und wenn du ein falsches Herzen hast, dann wirst du dann immer nur diese Verse nehmen, wo der Herr Jesus als Mensch spricht, klammerst die Gottheiten-Versen aus, wo der Herr Jesus als Gott spricht, ja, und dann gehst du verloren. So sieht's aus. Sollen wir langsam den Stream jetzt beenden, oder? Oder möchtest du noch ein bisschen? Ja, wir können erstmal aufhören. Ich werde auch langsam müde. Ich auch, ich bin fix und fertig, den ganzen Tag arbeiten und jetzt langsam fahre ich gerade runter, ne? Ja, ja. Vielleicht komme ich später nochmal live, ja? Ja, okay, alles klar. Ihr lieben Gottes Segen. Okay, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Gottes Segen euch und euren Familien, ihr Wundervollen. Dankeschön für die Geschenke, Dankeschön für die Likes, Dankeschön. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht auf euch leuchten lassen. Amen. Alles klar, Amen. Ihr Lieben, okay, bis später oder bis morgen, dann, so Gott will. Ne? Halt bitte am Herrn Jesus fest, ne? Gerade in dieser Zeit. Das ist so wichtig jetzt. Ja. Amen. Amen. Gottes Segen. Macht's gut, ihr Lieben.